Hallo Leute und damit zurück zu Dark Souls. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin Lady Rollo, also mein Spielcharakter heißt Lady Rollo. Ich bin eigentlich Gedankenspiel und ich rolle jetzt mal hier rüber. Denn hier sind noch so ein paar Jungs, die meine Aufmerksamkeit wollen. Denn die haben da hinten noch eine Kiste versteckt, die ich gerne hätte. Bogen raus, würde ich sagen. Waren das jetzt wieder hier bei Dark Souls? Scheiße. Geht's wieder los? Ah ja. Ah ja, okay, stimmt. Der will ja irgendwie immer näher. Oh, jetzt kommt er. Oh, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Boah, er kommt ja immer nicht mit raus, hier der Boy. Ja, spring du nur, Alter. Oh, shitty. Ich müsste mal hinter dich, wenn's geht. Gar nicht getroffen. Ja, richtig traurig. Ja, das war der Fehler. Denn... Okay, der hat dich leider wieder erwischt. Ich würde halt gerne mal ein bisschen hinter ihn kommen, wenn es geht. Ja, 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 wir drehen uns. Ja, den musst du das machen, genau. Und dann baller ich dir nämlich mal so einen kleinen Schwerthieb rein, mein Freund. Wie sieht's denn aus? Achtung. Du bist in der Ecke, das ist doof. Weil da kommst du nämlich nie rum bei ihm. Ja, oder so. Okay. So, mein Freund, wie sieht's denn aus? Du hast jetzt hier wieder zugeguckt. Bams. Schön einen in den Hintern. Tada. Mal nie da hinten in die Ecke gehen, mein Freund. So haben wir nie gewettet. Ich will da hinter dich. So ein Kunde, sagt man bei uns hier. Ich schaff's nicht. Ich komme einfach nie hinter ihn. Er will's auch nie. Oh, genau. Darauf habe ich nämlich gewartet. Ja. Hätte klappen können. Aber er hat sich da was anderes überlegt. Und... reingewämst. Okay. Boah, Leute, ich habe so schwitzige Hände. Nicht schlimm gerade. Oh, ich muss es mal ganz kurz teilen mit euch. So ein bisschen unangenehm, aber ganz ehrlich. Es ist irgendwie häufig so, wenn ich mit Dark Souls anfange, nach einer kleinen Pause wieder. Du bist eine coole Kiste, das sehe ich doch. Gib mir deinen Loot. Den Mund hier da nicht. Okay, Leute. Die Vasen, die haben nichts für mich, ne? Okay. Dann halten wir uns jetzt hier mal nie länger auf. Ich wollte eigentlich nur das Kistchen holen. Und dann gehen wir gleich mal dahinter. Aber natürlich bin ich wieder so clever genug. Und hol mir noch mal ein paar Flakons. Schrägstrich, ich level noch mal auf, Leute. Wenn ich den kann, es reicht nicht ganz. Okay. Dann habe ich da einen Vorschlag. Und zwar nehme ich doch ein kleines Seelchen. Mach das mal. Das wird es doch gewesen sein. Ja, natürlich. Beweglichkeit. Wann ist mal die Grenze erreicht mit Beweglichkeit? Gibt es da überhaupt eine Grenze? Ich habe keine Ahnung, Leute. Deswegen bleibe ich bei dem Pfad.
Und dann würde ich eigentlich gerne noch mal wie gewohnt ums, ums, ums. Okay, cool. Gut, das reicht. Meine Flakons habe ich wieder zurück. Das ist natürlich eine gute Sache. Und wir erkunden mal Arno Londo. Und mir geht so ein bisschen der Stift. Fahrstuhl. Prima. Alter, was ist denn heute mit meinen Händen los, Leute? Ja, furchtbar. Es ist halt für das Mausfeeling gerade nicht so eine angenehme Nummer. Wenn ihr mich fragt. Ein bisschen störend. Also, falls ich jetzt in den nächsten Minuten nicht gut kämpfe, wird es sicher nicht daran liegen. Wie ist denn das? Geheimgang hier oben nur? Nein. Haben wir ja schon lange nicht mehr gegen die Wände geschlagen. So dumm. Die ist aber auch durch. Jede Wand wird hier angeschlagen. Oh, hier? Und ich dachte kurz. Die Wand klang irgendwie verdächtiger. Aha. Mein Erzfeind ist da. Der gute alte Gargoyle. Ah, ja, und er kann genau das, wie wir es gewohnt sind. Schade. Oh, ja. Bammy. Gargoyle-Axt, Gargoyle-Helm. Hammer, ey. Wie lässig ich den gemacht habe. Und erinnert euch mal daran. Ah, das ist so, das ist halt auch das Coole. Du hast da irgendeinen Boss bei Dark Souls und dann kommt ja irgendwann als normaler Boss oder Gegner einfach mal in die Welt. Und du denkst dir so, oh nee, nie schon wieder, wie in dem Fall der Herr Gargoyle. Aber eigentlich ist der doch gar kein Problem. Denke ich mir gerade so. Und vor allen Dingen, wenn der alleine ist. Da kann der ohne goldene Rüstung anhaben, wie er lustig ist. So, ich würde mir ja mal diesen Gargoyle-Helm angucken. Was ist der eigentlich hier? Den habe ich auf jeden Fall noch nie, Leute. Gut, vielleicht hättest du auch mal. Mach das doch mal anders, bitte. Geh mal hier rein. Und dann mal zum Gargoyle-Helm. Nein. Kurzer Moment. Was hatte ich jetzt an? Irgendwas Schwarzes? Ich habe wieder auf die falsche Taste gedrückt, Leute. Doch sowas von klar. So, jetzt aber. Okay, da ist natürlich im Allen besser. Außer im Gewicht. Können wir den mal tragen? Och, habe ich eine Fettrolle? Nö, oder? Eine Midroll? Sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Jo. Nicht richtig nice. Okay, Leute, was geht hier jetzt ab? Hier kann ich ja offensichtlich nicht hin. Da hinten sehe ich einen Schalter. Müssen wir wohl einen anderen Weg finden, so wie ich das einschätze. Frage ist, geht hier eigentlich? Ah. Okay. Ja, man muss das natürlich auch mal ein bisschen zelebrieren hier. Hier haben sie sich echt die meiste Mühe anscheinend gegeben für Arno Londo. Guck mal hier. Ein Kistchen.
dem Mondtitanit. Immer noch nie gegoogelt, wie ich mein Uchi-Katana jetzt weitermache und was ich vor allen Dingen dafür brauche. Na, okay, ich muss wahrscheinlich da an den Zinn irgendwie hoch, so wie ich das einschätze. Aber ich gucke erstmal hier, ob noch irgendwo ein kleines Kistchen für mich ist. Komme ich hier nirgendwo rein? Sieht alles so verdächtig aus. Na hier. Na, warte mal. Und hier bin ich daher gekommen. Bin ja ohne Maus, ey. Okay, dann. Mach mal nicht lange rum. Gott. Und schreiten empor. Oh, ein bisschen knapp, muss ich sagen. So Leute, habe ich meine Hände nur im Griff? Ich weiß noch nicht so richtig. Fühlt sich noch nicht so gut an. Ah ja, moin. Ich bin so dumm. Ich habe abvisiert, Leute. Ich bin ja wirklich der dümmste Mensch. Scheiße. Manchmal habe ich so einen nervösen Finger irgendwie. War ja richtig dumm. Okay. Oh, stimmt. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh, nee. Ich erinnere mich natürlich wieder. Doch klar, Leute. Wie kann man das hier auch vergessen? Diese Frechheit, die jetzt hier auch wieder kommt. Oh, nee. Jetzt muss ich hier auf diesen Balken lang. Und die Leute. Und guckt euch die da hinten an, die Schweine. Kann ich den mal irgendwie. Hey, wisst ihr, wie es ist? Mal einen davon schon mal rauspicken? Damn, da kommt er schon. Die Sau. Naja, komm du mal her, Alter. So eine fiese Scheiße. Schmeißt er natürlich, ne? Gut, also die Nummer können wir natürlich auch ewig machen. Hört er auch irgendwann auf, tatsächlich, Leute. Ja, einfach mal nur geil. Ciao, Alter. Hat er das überlebt? Die keine Seelen, Leute. Ist doch nicht in sein Ernst. Was ist denn das für eine Frechheit? Leute. Das ist ja wirklich das Frechste, was ich je erlebt habe. Dass der das wirklich überlebt hat. Ich wette mit euch, wenn ich hier runterfliege, bin ich sofort tot. Entschuldigung. Gut, das große Duell. Schau, Alter. Oh, er hat doch was dabei. Wurfmesser, natürlich. Wie ist denn das? Hier kann ich doch bestimmt. Na klar. Dann guckt mal da unten. Sieht's natürlich nie, aber da stehen natürlich auch noch so ein paar Leutchen rum, ne? Da ist einer. Naja. Alter, wie der das halt einfach mal überlebt hat. Glaub's nicht, das ist wirklich die absolute Frechheit. Gegner sind einfach so imbar hier. So, was ist mit dir eigentlich, Alter? Ich weiß nämlich nie, ob du noch dorthin einen Kollegen hast. Geil, schönen Headshot, Leute. Vom Allerfeinsten. Kann man auch mal ein bisschen feiern, die Nummer. Ja, du, ich. Hab genug Kondition, mein Freund. Komm du mal her, Alter. Wird das gleich schief gehen. Boah, das ist so fies. Gott sei Dank sind die
relativ schnell down, ne, die Jungs. Weil alles andere wäre auch echt so richtig kacke. Was ist mit der Kiste da hinten? Kommt man denn zu der eigentlich? Leute? Ne, hier. Gott, das ist mein Schatten. Ich habe mich gerade echt vor meinem Schatten erschrocken. Okay, da ist auch irgendwie ein Treppenaufgang. Also komme ich da anscheinend woanders hin, weil ich kann ja hier nie an den Dingern vorbei, Leute. Das könnt ihr mir ja nie erzählen. Das funktioniert. Ist hier nur einer? Nö. Okay. Cool. Da kann ich hier über die... Nee, nee, die ist ja höher, die Kiste. Okay, da ist ein Treppenaufgang. Hier ist noch ein Nebeltor. Okay, gucken wir gleich. Ich würde erstmal zu der Treppe gehen. Ah ja, moin. Ciao, Alter. Einfach nur Ciao, Maui. Was ist das jetzt hier? Okay. Können die jetzt... Na doch, der ist schon... Nee, der ist nie tot. Da liegen zwar zwei Leichen, aber das sind doch die, die ich selber getötet habe, ne? Soll ich jetzt hier runterspringen? Ich weiß nicht so richtig, ob ich das will, Leute. Für mich nicht danach aus. Ich würde eigentlich lieber durch den Gang hier gehen, tatsächlich. Sieht mir ein bisschen sicherer aus, die Nummer. Gut, hier ist jetzt ein Hebel. Naja, ich kann doch jetzt hier irgendwie diese Plattform drehen, ne? Ich gehe natürlich erstmal nach unten. Ah ja, geil. Da ist der zweite Gargoyle. Herrlich, die Brüder sind getrennt voneinander. Tut mir natürlich auch echt leid in ihrer Background-Story. Okay, hier komme ich gar nicht weiter, Leute. Heißt, ich muss das jetzt drehen. Okay, ich verstehe. Ja, Gargoyle, bist du jetzt auf der Plattform? Oder wie hast du das jetzt... Wo bist denn du jetzt, Alter? Du machst mich ja schon ein bisschen nervös mit deiner Art. Schlägt auf jeden Fall schon. Okay, na dann. Auf geht's, Leute. Oh, Cutscene. Geil. Okay, nur jetzt ist ja der Gargoyle hier, ne? Ist klar. Natürlich ist der hier. Okay, aber du hast ja den Bruder auch geschafft. Bäm, Alter. Übel heftig. Ist der nämlich auch gleich direkt sauer. Geil, wie du den mit einem Schlag weggebollert hast, ey. Richtig Hammer hast du das gemacht. Naja, der will nämlich jetzt immer noch seinen Move machen. Kann er aber nicht. Fliegst du hin, Alter? Ich sehe halt nichts. Das ist so mein Hauptproblem gerade. Du immer so hoch fliegst und irgendwo... Ach so, jetzt macht der Blitz noch, Leute. Ist ja witzig. Statt Feuer macht er Blitz. Gargoyle-Hellebarde, Gargoyle-Schild. Okay, aber das wird ja alles Stärke sein, oder? Ich gucke trotzdem gerne für euch rein. Weil ich natürlich trotzdem neugierig bin. Ich kann natürlich auch aktuell noch gar nicht sagen, ob ich jetzt bei meinem Uchi-Katana bleibe, obwohl ich meine kleine Bewertung nach jetzt fast 20 Folgen Dark Souls, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Uchi-Katana, trotzdem muss ich sagen. Also, da kann ich gar nicht meckern. Okay, das ist natürlich so ein Stärke-Ding wieder. Also DD für Stärke kommt mir jetzt gar nicht so heftig vor. Wie ist denn das mit dem Schild? Was wir von dem Boy noch haben?
Das Schild ist jetzt schon besser komplett als mein aufgewertetes plus 4 Spinnschild. Außer physisch. Das ist nicht spannend. Aber bisher muss ich sagen, spüre ich den negativen Effekt noch näher. Kann das sein, dass ich jetzt hier runter kann? Ist das jetzt möglich, Leute? Okay, irgendeiner ist schon wieder gestorben. Nee, ich bin ja... Das ist ja Quatsch. Nee, doch, ich bin jetzt hier unten, Leute. Okay. Assassine. Ciao, Maui. Okay, es sind halt, ja, man könnte sagen, schon sehr, sehr viele Leute. Deswegen gehe ich jetzt hier erstmal schön den Außengang lang. Mal ihn rauspicken. Was ist mit dem da? Der sieht so aus, es braucht ja mal einen Headshot. Komm da. Okay, der hat einen längeren Atem. Oder der hat mehr Wurfmesser, ins von beiden. Jetzt hat er die Schnauze voll. Okay, krasse Rolle, Alter. Da kann man echt noch was lernen von dir. Die da stehen, ey, wirklich wie die größten Kings, ey. Wer bin ich denn? Ich die hier nie rausgelockt kriege, Leute. Okay. Er kommt. Wahrscheinlich. Einmal mal reinwemsen. So, es wären auf jeden Fall langsam weniger. Hält mir natürlich richtig gut. Kann mich ja mal verstecken hier in der Säule. Vielleicht lässt es dann direkt bleiben. Mit seinen komischen Wurfmessern. Danke dir, dass du mir noch ein paar übrig gelassen hast, mein Freund. So, jetzt kommen wir dem Ganzen doch schon näher hier. Kann ich den da auch einzeln machen, oder? Kommt da jetzt noch einer untergebämst? Ciao, Alter. Danke dir. Freunde? Nicht so schlecht. Jetzt kommt er. Geil. Mir eigentlich auch richtig recht, Alter. Tatsächlich. Hallo? Okay. Halt witzig. Die wollen halt nicht, dass ich das Item nehme. Die behüten das auf jeden Fall. Würde ich sagen. Bei denen macht das Reinschnetzeln halt richtig Bock, Leute. Okay, er kommt auch direkt. Die haben halt echt gar keinen Bock darauf. Okay, krasse. Das ist ein Roller. Ach so. Nee. Gut, da bin ich zu spät. Keine Panik. Wo so, können wir es jetzt nehmen? Oder... Zauberei, große Waffe. So, jetzt hänge ich hier am Kronleuchter. Man kennt's. Aber er auch. Da 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 da.
Hier ist eine Leiche. Wurfmesser, vielen Dank. Was hast du noch anzubieten, Alter? Cool. So, und da ist Schwarzeisenhelm, Schwarzeisenrüstung, Großschwert, Schwarzeisenriesenschild oder Eisenschild. Okay, Leute. Alles klar. Ja. Ich weiß, dass ich in dieses Bild hier rein kann, Leute. Die Frage ist nur, ob ich das jetzt schon machen soll. Brauchte ich dafür nie irgendwie eine merkwürdige Puppe oder wie das war? Irgendwas klingelt da, Leute. Lasst mich mal kurz gucken. Zum Moment. Die habe ich ja anscheinend ohne nie, ne? Irgendwas war da, Leute. Und ich weiß auch noch so, dass ich damals da extrem unter Levels war. Als ich da war. Und deswegen würde ich jetzt tatsächlich erstmal in Arno Londo weiterhin bleiben. Meine Frage ist, kann ich den Schalter jetzt auch bewegen? Oh, Richtung bewegt sich nicht. Okay, ja. Alles klar. Hier ging es ja jetzt nie weiter nach unten, ne? Nee. Okay, ja. Schon wieder 10.000 Seelen, Leute. Läppert sich. Und da bin ich gekommen. Irgendwas. Willst gerne nur noch mal wissen. Weil ich dachte, dass hier unten auch irgendwo noch ein Bonfire war. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Nur vor uns, als ich hier runtergegangen bin, ging ja irgendwie nichts. Doch, jetzt komme ich hier. Guckt euch das an. Jetzt komme ich da plötzlich rein. Warum ging das vorher näher? Stehe ich näher. Egal. Ich habe mich auf jeden Fall dran erinnert, Leute. Okay. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Ring der Sonnengeborenen. Kurzer Moment. Was geht bei dem Ring? Ja, verstärkt Wunder. Okay, gut. Das ist ja für mich tatsächlich erstmal nie interessant jetzt. Aktuell. Zehntausend Seelen. Ich hätte eigentlich so viel, um mich nochmal aufzuleveln, Leute, ne? Aber mal ein bisschen Risiko braucht man auch manchmal im Leben. Wo Richtung bewegt sich nicht. Ach so. Wie denn das? Jetzt geht's. Ach so, ich muss nur in die andere Richtung. Alles klar. Genau, ich will ja jetzt nach oben. Ich will ja dahin, wo der Gargoyle auf mich zukam. Das war ja eigentlich der Plan. Nämlich hier Treppen empor. Ah, herrlich. Leute. Ich nice. Okay, Leute. Da würde ich vorschlagen, was da oben alles so geht. Man sieht schon wunderbar ganz viele shiny, shiny Items. Und
die Gargoyles, die mich hier hergetragen haben. Die Frage ist, sind die jetzt meine Buddies? Oder sind das jetzt Gegner? Das werden wir beim nächsten Mal rausfinden, Leute. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wer möchte, guckt morgen nochmal rein. 17 Uhr geht es nochmal mit einem kleinen Völkchen weiter bei Dark Souls. Ich hab Bock, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Und seid gerne wieder mit dabei. Macht's gut, Leute. Tschüss.